Ich ging zurück ins Chefzimmer. Steimle hatte sich einen Stuhl genommen und saß neben dem Toten. Sein Gesicht war grau und alt. Haben Sie... Kommt die Polizei? In einer Viertelstunde. Wir müssen alles lassen, wie es ist. Es ist mir unbegreiflich. Ich setzte mich auf das Ledersofa in die hinterste Ecke des Zimmers. Ich dachte an Wildbold. Genauso hatte er da gesessen, mit dem Skalpell an derselben Stelle. Was war das? Und wer? Und warum? Wer wird jetzt Chef werden? Steimle? Ich sah ihn an. Er saß unbeweglich. Sein Blick war starr. 13 Minuten waren vergangen. Die Tür wurde vorsichtig geöffnet. Der Kommissar trat über die Schwelle. Steimle und ich standen auf. Noges begrüßte erst ihn, dann mich.